Halsstämme. Warten, bis er gefallen ist. Dann hier direkt reinballern. Kann ich das nächste Baum nehmen, der nächste Baum. Oh, ich habe eine Quest von unseren Dorfbewohnern. Nice. Schauen wir uns gleich an. Zuerst einmal hier ein paar Bretter draufballern. Noch 7 Bretter. Come on. Fäll die Bäume. Den. Komm, ich nehme die mal mit. Warum trage ich schon wieder zu viel? Was habe ich denn in meinem Inventar, was ich nicht tragen sollte? Die Beeren. Idiot. Kann ich ja noch so. Oh nein! Nein! Nein, ich hab zu viel! Komm schon. Bisschen musst du mir entgegenkommen, bitte. Ich bitte dich, Spiel. So ein kleines bisschen. Komm schon, ich hab's gleich geschafft. Digga, hör doch auf mit deiner Ausdauer. Doppelt so schnell, wenn ich zwei Pfeiltasten und W gleichzeitig drücke. Komm schon. Muss da hinlaufen. Hab's gleich geschafft. Geht doch. So. Jetzt nehme ich die Beeren und baller die in den Komposter. Sonst werde ich hier nie fertig. Das, wir wollen ja irgendwann mal fertig werden. Im Akthütte. Das ist der einzige, der leer ist. So, ich brauche Bäume, gibt mir Holz. Ich komm, die Bäume da lasse ich jetzt am. Brauchen schon dringend Holz, aber das soll hier nach und nach schöner, eine schöne belebte Stadt werden. Nicht Dorf, sondern Big City. So. Jetzt hat er nur vibriert, okay. Ja, nice.
So. Hier wieder ins offene Feld. Was ich mir auch schon überlegt habe, ist eine Nahrungshütte hier oben zu machen. Bisschen im Dorf verteilen. Das würde sich ja so ergeben, dass der Jäger nicht so weite Wege hat. Kann er sich das Ding direkt da hinten packen. Eigentlich sollte man aber eine Jagdhütte ja eh im Walde machen. So, und die haben wieder natürlich kein Dünger. Ich hab keinen Dünger. Gib mir Dünger, sonst arbeite ich nicht. Ich mache das ganze Jahr nichts außer meckern. So, und 5-mal hier. Zwei, hier. Zwei, hier. 7, 2, 6, 7, 8, 10, auch noch 10. 10 und 7 Bretter. Haben wir's. Dann können wir die Jäger umsiedeln. Bäume aufpassen. Ich habe immer Angst, wenn die Musik wechselt, dass irgendwas kommt, was uns vielleicht angreifen könnte. Dabei, das einzige, was uns angreifen könnte, wären die Wiesens hier in der Nähe. Oder wieder ein Mob wütender Penner. So. Ja, diese Jagdhäuser sehen schon besser aus. Das muss man wirklich sagen. Als nächstes wäre dann so Steine noch. Nochmal eine Endstufe geiler. Gewesen. Also 7. 7. Aber ansonsten so. Also. Sieht viel besser aus. Viel, viel besser. So, wer hat eine Quest für uns? Wildruder. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich habe gehört, dass du sie gut Jäger bezeichnest. Mir hat keine Zeit. Hat jetzt vorher ihr Kind fallen gelassen? Oh! Wer meckert? Dem Holzschuppen fehlt eine Axt. Und ja, dem Holzschuppen fehlt eine Axt. Scheiße. Muss ja hier runter. Soll ich den jetzt eine Bronze-Axt ballern? Kupferaxt, nicht Bronze. Kupferaxt können wir noch nicht machen. Das heißt, ich muss den Klassiko Steinaxt. Stocks hätte ich genug, Steine brauche ich. Stonies. Ich nehme mir mal so viel. Kann ich jetzt 9 Steinaxt bauen.
Das gibt uns wieder ein bisschen Produktion. Also Punkte in der Produktion. Und dadurch werden wir dann auch einmal höheres Level aufsteigen. Die Frage ist jetzt, die ich mir stellen muss, soll ich jetzt auf Kupferaxt gehen oder soll ich zuerst den Recurve-Bogen für Elwin machen? Ich denke, wir gehen auf den Recurve-Bogen, weil wir sind in der Story jetzt schon wirklich ein paar Stunden hängen geblieben. Das sind ja eigentlich ein paar Stunden, aber es sind eigentlich schon ein paar Wochen. Wenn alle Sessions bei den Zeitraum zusammennimmt. Steinäxte sind drin, die Reklamation hat aufgehört und ich habe fast die Bretter vergessen. Jetzt meckern die wieder. Ich brauche Dünger, gib mal Dünger. Das ist immer das Gleiche. So. Und so. Jetzt? Nehme ich die Jagdhütte und baller das da rein. Erika. Huch, die ist schon bei 5. Alter! Ja gut. Dann haben wir hier in der Jagdhütte ja Ira de Gunda, die ist nicht so erfahren. Die Erika, die ist erfahren. Produktion nicht eingestellt. Ah, jetzt können wir Salzfleisch herstellen. Komm, hier. Das Federbusiness muss laufen. ...50% Federn. Dann noch... ...ein bisschen Leather. Salzfleisch so. Perfekt. Und jetzt, was meckern die? Ich habe kein Werkzeug, bestimmt. Ja, aber es sind 4 Leute, die meckern. Feldschub, kein Material. Dünger fehlt euch. Die Jagdhütte 1 hat gute Dienste erwiesen. Jedoch. Hallo? Wird's Zeit für was Neues hier? Viele, viele Jahre. 5 Jahre warst du im Dienst. Jetzt machst du Platz für was Neues. Schön. Hat sich da hier wirklich wieder Platz gegeben. Theoretisch könnte ich jetzt hier. Weil der Platz, der schreit förmlich danach. Bitte bebaue mich.
sonst noch bauen? Werkstatt hier. Müssen wir dann schauen. Also, wie sieht's denn hier aus? Ah, nicht gut. Mehr Dünger. Dünger haben wir viel, viel mehr. Ah, jetzt folgendes, komm. Ich will eine Ich will mit uns eine Jagddingens Jagdwette machen, wo sie schwanger ist. Nicht schwanger, sondern ein Kind hütet und sagt, sie kann besser jagen wie wir. Alles klar. Ich mag solche Leute. Genau mein Humor. So, komm, ich nehme das Verdorbene jetzt. Bastle Dünger. Hier kommt dann noch eine Hütte hin, würde ich sagen. Also, wo brennt es denn? Warum macht ihr Sachen, die ihr eigentlich gar nicht tun müsstet oder solltet? So, noch mal Dinger. Ein bisschen Mehl könnten wir dann auch wieder herstellen. Die Frage ist nur wann, oder wie, oder was. Oder wo. Jetzt kommt's bestimmt. Das Verdorbene, das ich zu Dünger verarbeite, ist schwerer als das Verdorbene. Aber geht schon schnell. Ich weiß nicht, was deren Problem ist, dass die so lange haben. Oh Mann. So, fertig Dünger, liefere ich den Dünger ab, dann können wir uns anderem widmen. Beispiel die Häuser verputzen. Nein, bevor wir das machen, wird's den Recurve-Bogen geben. Perspektive. Cash muss rein. Besät. Pflanzen. Okay. Was ist zum